Wir schalten zum Rosengarten, wo der Präsident mit seinem russischen Amtskollegen auftritt, um das Ende der Feindseligkeiten zu verkünden. An diesem historischen Tag treten die Vertreter zweier großer Nationen vereint vor sie. Krieg ist simpel. Angreifen ist das einzige Geheimnis. Trau dich, dann weicht die Welt zurück. Ein Kapitel, in dem wir für den Frieden ebenso viel. Wie schnell sie vergessen, dass allein der Wille eines Mannes schon die Welt verändern kann. Die unsere Existenz bedrohte. Wer ist da? Gefangener 627. Ich bin wegen dir hier, Makarov. Haben Sie es nicht gehört, Price? Der Krieg ist vorbei. Mein Krieg endet mit dir. So wie für Captain McTavish? Sagen Sie, Price, wie lange lag er im Sterben? Ich habe eure Welt Stück für Stück zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie finde. Da musst du nicht lang suchen. Task Force 1 Fans, Price diesmal. Lauf aus dem Fahrzeug! Sicher, dass uns diese Panzerung schützt? Sie verschafft uns Zeit. Nikolai, sind Sie in Ihrem System? Das dauert, mein Herr. Staub zu Staub, 21. Jänner. Captain Price, Sonderkommando 1 Fans, arabische Halbinsel. Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Ich habe mich eingeklinkt. Makarov ist im Atrium im obersten Stock. Das ist es. Makarov kommt hier nicht lebend raus. Bereit machen! Und scheinbar sind wir jetzt selber Juggernauts. Ja, das ist für Soap, ihr Bastarde! Wir haben Ihre Aufmerksamkeit. Die zweite Welle wird jeden Moment kommen. Wow, 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 nicht so schnell! Auf die Wagen feuern! Boah, jetzt sind wir hier selber als Juggernaut! Und... Das hilft ihm nicht! Die Lüfte hacken, damit er nicht weg kann! Bin dabei! Und rennen! Und retten hiermit! Beziehungsweise rechnen hier mit Soap. Nicht nachlassen! So. Diese Anzüge machen es wirklich leicht. Ihr habt hier nichts zu melden. So. Verdammt! Das war jetzt nicht so geplant. Oh nee, jetzt müssen wir die ganze Stufe nochmal machen. So. Wie gesagt, er hat nichts zu melden. Verdammt, das war jetzt nicht so gut. Gott kämpft auf der Seite der besseren Artillerie. So, jetzt aber.
Mit Konzentration. Oder Konzentration. Wie so schön auf Russisch. So, diesmal zuerst die Umgebung sichern. Oh, scheiße. Okay, kontrollieren Sie auf. Wir schicken Sie euer Stockwerk. Makarov ist ins Restaurant im gleichen Stock. Er hat jede Menge Wachen dabei. Womit bekommen wir es zu tun? Mehr als 40 Soldaten, MPs und Sturmgewehre. Verdammt. Feindlicher Helikopter in Anflug. Einer will zum Dach. Vermutlich zu Makarov. Schieß ihn ab! Weiter feuern! Da. Gleich ist eine Geschichte. What the fuck? Verdammt, das war jetzt nicht prickelnd. Makarov ist ins Restaurant im gleichen Stock. Er hat jede Menge Wachen dabei. Womit bekommen wir es zu tun? Mehr als 40 Soldaten, MPs und Sturmgewehre. Feindlicher Helikopter in Anflug. Einer will zum Dach. Vermutlich zu Makarov. Okay, wir müssen jetzt von der Sister. Weiter feuern! Okay, er hat schon so ein seltsames... Ja! Verdammt, verdammt! Boah, Scheiße! Unsere Panzerung ist los! Verdammt, das war's mit mir genau sein. Nikolai, wir brauchen einen anderen Lief! Verstanden ist unterwegs! Wow! Ja, nochmal so. Makarovs Helikopter ist eben gelandet. Er ist auf dem Weg dorthin. Er wird nicht entkommen. Vorsicht, sie errichten Barrikaden. So. Granate! Pass auf dich auf, Juri. Du bist ungeschützt. Bedrohungen von rechts. Weiter so. Wir haben ihn fast. Viele Bewegungen sind bei der Treppe. Wir dürfen ihn nicht Granate! So. Ihr seid jetzt mal still. Wow, 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 wow. Gib mir ein bisschen zu halten. Wow, schöner Ausblick übrigens. Verdammt, aber die Zeit wird langsam knapp.
zwei Minuten ist er weg. Da ist er! Verdammt! Wow, Scheiße! Shit! Verdammt! Wirst du büßen, Scheißkerl! Er ist direkt voraus, weiterlaufen! Er will zum Hubschrauber, schnell! Wow! Verdammt! Jetzt habe ich ein bisschen zu spät reagiert. Aber naja. So, wir kriegen dich! Verdammt, ich versuche ihn hochzuziehen. Verdammt, oh Scheiße. So, gleich haben wir dich. Scheiße. Auf Wiedersehen, Captain Price. So. Schlinge um den Hals! Und? Das ist... Und? Das ist dein Durchbruch, mein Freund! Das war Makarov und das Ziel ist erfüllt. Und er zündet sich eine Zigarette an. Ja, und das war's. Das war Modern Warfare 3. Und natürlich, ich möchte euch jetzt nicht mit diesem ganzen Outro-Gilava-Scheiße, diese vielen Namen und was es da nicht so alles gibt, quälen. Deswegen muss ich mich, es tut mir sehr leid, aber jetzt schon von euch verabschieden. Es hat mir wieder mal sehr großen Spaß gemacht, dieses Let's Play zu machen. Es... mir die Arbeit anzutun und natürlich wünsche ich mir sehr, dass ihr vielleicht wieder bei meinem nächsten Let's Play dabei sein werdet. Ich würde mich wie gesagt sehr freuen und naja,
das war's dann. Und Modern Warfare 3 verabschiedet sich jetzt, genau wie ich. Und ich sag tschüss, grüß euch, gegen grüß euch und Wiedersehen. Baba.